Hallo und guten Abend zum Dragon Age Dienstag. Ich bin Kuro Hakai und freue mich, dass ihr da seid. Es geht weiter in Dinnerim, nachdem wir die Zwerge gemacht haben. Und ja, wenn es Soundprobleme gibt, bitte wieder Bescheid sagen. Aber ich habe theoretisch an den Einstellungen nichts geändert, sollte also passen. Genau. Und ja, legt mal los. Natürlich bin ich wie immer für nette Gespräche offen und so weiter und so fort. Wir müssen nur gleich mal schauen. Aktuell sitze ich noch ein bisschen kribbelig hier, weil mein Arbeitsgerät steht da noch. Leider war heute wieder ein Kacktag. Ich sollte eigentlich, also musste eigentlich einen Hotfix für meine App machen. Aber ständig wurde ich unterbrochen mit anderen Kram. Was natürlich dazu führte, dass ich da immer wieder mich neu reindenken musste. Was wiederum dazu führte, dass ich irgendwie nicht vorankam. Aber das Ding muss noch fertig werden. Also mache ich gerade die letzten Schritte, um das Appline für iOS hochzuladen, für den iOS Store. Für Android ist schon geschehen. Und dann kann ich das Gerät wegräumchen und wir können ganz in Ruhe mit vollem Platz zocken. Aber für die erste Zeit muss es so angestrengt von der Seite gehen. Nun ja, genug geredet von meiner Arbeit. Machen wir jetzt hier schön ganz gemütlich den Dragon Age Dienstag. Der richtig gut anfängt mit Spielabsturz. Ich hätte die Karte nicht aufmachen sollen. Also, starten wir mal das Ganze neu. Rennt nicht weg. Das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Wir machen wieder einen Dummy-Laden. Also Denewem und neuer PC ist nicht so, mein Freund. Aber irgendwie scheint es wirklich nur an Denewem zu liegen. Im Wesentlichen. Das habe ich jetzt mal beobachtet. So, wir wollen Anwesen. Ja, hä? Stimmt, wir wollen dahin, Anwesen des Orts von Denewem. Wer überrascht uns denn da? Sicherheitshalber mal speichern. Und ich glaube, es ist auch nur der Marktplatz, der so so Misty ist. Was ist denn hier los? So kann ich los. Und nee. Da haben wir also endlich den mächtigen grauen Wächter. Die Krähen entbieten euch wieder einmal ihre Grüße. Und wo ist Severin? Er ist nicht bei euch. Wie enttäuschend. Offensichtlich ist er nicht dabei. Dann werde ich ihn aufsuchen, sobald wir hier fertig sind. Hier bin ich, Taliesin. Sagt mir, hat man euch geschickt oder habt ihr euch freiwillig gemeldet? Oho, und da erscheint er doch noch. Natürlich freiwillig. Als ich hörte, der große Zephren hat sich von uns abgewandt, musste ich es einfach mit eigenen Augen sehen. Ist das so? Nun, hier bin ich. In Fleisch und Blut. Ihr könnt mit mir zurückkehren, Zephren. Ich kenne eure Gründe und werfe euch nichts vor. Es ist nicht zu spät. Kommt und wir denken uns eine Ausrede aus. Jeder macht mal einen Fehler. Zephren braucht die Krähe nicht länger. Oh, aber Zephren will doch wohl leben. Ich denke, ich werde schon zurechtkommen, Taliesin. Es tut mir leid, alter Freund, aber die Antwort ist nein. Ich komme nicht zurück. Und ihr hättet in Antiva bleiben sollen.
Ach ja. Unbedingt. Ja. Nein! Unfairer Kampf und Spiel stürzt ab. Aber ganz schön komisch, wie es abstürzt. Es war einfach eingefroren. Ach, hör mal drauf. Also ich weiß nicht, was Denewim für ein Problem hat. Das ist schon erstaunlich. Dass sie nochmal direkt in die Gasse rein können. Sieht gut aus. Und wo ist Severin? Er ist nicht. Ihr könnt mit mir zurückkehren. Das hatten wir ja gerade alles. Unbedingt. Ja. Ach nee, das ist der Wächter doch verreckt. Oh. Wo Lichter? Da Lichter. Danke für dein Lurk. Ich hoffe, du kochst was Schönes. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch generell besser als die Tage. Und danke für dein Sub. So rum. Ich freue mich schon auf den nächsten Stream. Ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Ihr wollt doch sehen, wie es weitergeht mit deinem Elden Ring und dein. Wie heißt es, die Dinger gleich nochmal? Verdammt, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Gnaden. Dein Gnaden. Wie Joe Cocker. Stell ich mir witzig vor. Ja. Und damit kann ich leben. Damit kann ich wirklich leben, Helly. Das ist nicht so schlimm.
Hauptsache, du bist da und wir haben zusammen alle gemeinsam einen Stream Spaß. Findest du nicht? So, jetzt fehlen nur noch diese nervigen Bogenschützen da oben. Der kann gerade nichts machen. Taliesin ist tot. Schnitzel! Ich bin frei von den Krähen. Sie werden annehmen, dass ich zusammen mit Taliesin gestorben bin. Solange niemand ihnen das Gegenteil berichtet, werden sie nicht nach mir suchen. Es darf ihnen also niemand etwas davon erzählen. Wollt ihr damit sagen, dass ihr das womöglich tun könntet? Warum sollte ich? Ich weiß es nicht. Es kommt mir seltsam vor, das einfach so zu sagen. Wer sonst sollte es Ihnen mitteilen? Aber wie auch immer, es war ein schönes Abenteuer. Aber nun freue ich mich doch darauf, meine neu gewonnene Freiheit auszuleben. Es ist jetzt Zeit für mich zu gehen. Ich wünschte, ihr würdet bleiben. Ich brauche eure Hilfe. Wirklich? Es gibt vermutlich schlechtere Beschäftigungen als die Rettung der Welt. Hallo, Alex. Alex, Alex, Alex. Wer könnte so etwas ausschlagen? Also gut, ich werde euch nicht verlassen. Widmen wir uns also wieder der aktuellen Aufgabe. Was geht, Alex? Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Nicht viel, was ist denn da los? Hast du keinen Bock? Tja, mein Tag war nicht ruhig. Ich hätte am liebsten einen ruhigen Tag gehabt. Aber scheiße war's. Hä? Wo ist denn der Ausgang? Ach, hier. Der Dienstboteneingang ist auf der anderen Seite des Hauses. Wir müssen erst an diesen Leuten vorbei. Und ganz vorsichtig, Al Hau ist da drin. Hau ist hier? Ja. Und wo immer er hingeht, begleiten ihn sehr viele Wachen. Okay, gehen wir. Ich werde direkt hinter euch sein. Hier entlang. Nein. Außer in der Früh, wie immer halt. Warum ist denn das in der Früh nicht so ruhig? Hast du da erstmal ein mega volles Postfach? Stehen die ganzen Soldaten an? What's wrong? Oh oh. Soldaten! Ich
In der Früh ist es immer stressig. Soldaten, Telefon, E-Mails. Wobei ich mich frage, ganz ehrlich, was habt ihr eigentlich noch zum Bearbeiten? Müsste nicht langsam alles aufgebraucht sein? Vorsicht, da kommt jemand. Vieles. Vieles und doch nichts davon. Ich verstehe. Hier ist ein Kürbisfeld. Wer will einen Kürbis? Und Hühnchen. Ich kann die Wachen ablenken, aber ihr müsst schnell sein. Gehen wir. Ich locke sie in den Hof. Wartet in den Büschen. Wir sollen in den Busch, dann gehen wir mal in den Busch. Ihr müsst kommen. Ich habe etwas gesehen am Brunnen. Dunkle Brut, fürchte ich. Dunkle Brut? Sie werden uns alle nach unten ziehen und auffressen. Sollen wir Hilfe anfordern? Das Böse ist im Busch. Hilfe anfordern, damit wir dastehen wie furchtsame kleine Mädchen, nur wegen eines klingohrigen Frauenzimmers? Sie werden uns bei lebendigem Leib auffressen. Bitte holt Hilfe. Aber wenn da etwas ist und wir nicht Alarm schlagen, stehen wir noch viel schlechter da. Bei Andrastes heiliger Unterwäsche. Gut, wir überprüfen den Hof, damit du dir nicht in die Hosen machst. Aber da ist nichts. Danke. Oh, es war hier drüben. Schnell! So, liebe Leute. Ich glaube, ich kann gleich meinen Arbeitsrechner ausmachen. Fehlt nicht mehr viel. Dann ist die Sache erledigt. Einen Moment noch. Ich muss natürlich fleißig hier die Release-Details ausfüllen, wie jedes Mal. So, dann fügen wir noch das passende Bild hinzu. Sichern. Das aus zur Prüfung übermitteln. Da muss ich noch eine E-Mail absetzen, dass alle glücklich sind.
So. Dann noch ganz wichtig, meine Stunden tracken. Wir wollen ja nicht, dass ich umsonst gearbeitet habe. So, bis... Oh, fällt mir auf. Eine Sache muss ich noch machen. Tut mir leid. Ich muss noch das Ticket sozusagen abschließen. Vom Hotfix. Da muss ich jetzt leider durch. Seite nicht richtig. Na egal. Also Jira kann sehr nervig sein, wer Jira kennen sollte. Ist echt manchmal ein nerviges Programm. So, in der Zeit, wie das... Warte. Wie das lädt, können wir hier schon mal weiterlaufen. Rein in die Kiste. Hallo, hier bin ich. Es hat ewig gedauert, die beiden loszuwerden. Seid ihr sicher, dass ihr die Verkleidung nicht anlegen wollt? Die Diener hier mögen Haut zwar nicht, aber vor Fremden haben sie trotzdem Angst. Wollen wir die Verkleidung anlegen? Was sagt ihr? Oder wollen wir eiskalt durch? Oh, na gut. Andras, der leite uns. So, gleich habe ich es. Ich muss jetzt nur noch Tickets zurückgeben an meine Projektmanagerin. Jetzt können wir den ganzen Arbeitsrechner runterfahren. Ja! So ist das. Die Küche ist eine Schande. Wie konnten die Bediensteten des alten Aals hier je etwas kochen? Niemand hat je behauptet, dass die Kandels von irgendwas Ahnung haben. Bei der gütigen Andraste spricht nicht schlecht von den Toten. Auch wenn ich ihre Öfen nicht mal zur Müllverbrennung benutzen würde. Der Braten wird auf... Erlina, wo warst du denn? Das Essen ist fertig, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher. Weg jetzt. Was sind das für unhöfliche Tölpel? Was haben wir hier so? Elfenwurzel?
Niemand hat je behauptet, dass die Kendalls von irgendwas Ahnung haben. Sollte die Hütte abreißen. Neuer. Dann müsste er alle seine Burgen abreißen. Ganz schön viele Soldaten. Miteinander. Was wir wissen, ist es das. Dafür. Sag mal, hier ist so schönes Soldaten, Soldaten, Soldaten. Die haben nichts zu tun, die spielen nur Karten. Schön. Das sind Soldaten, einfach nur rumsitzen und nichts tun. Selbstverständlich. Zu beschreiben. Vor dem Licht sind Worte kaum mehr als Geröll an einem Gebirgshang. Vor dem Licht sind die Mysterien der Geschichte nicht als... Hoffentlich hat der Koch nicht wieder Hand. Hier ist nichts los in den Zimmern. Hätte wehgetan ohne Verkleidung, ein bisschen vielleicht. Eventuell hätte das wohl schon. So, jetzt mal schnell das Arbeitsnotebook hier wegpacken. Moment. So, jetzt ganz entspannt. Ah, perfekt. Heute wird's wieder spät. Hier ist auch nichts los. Na dann weiter. Hier geht's nicht durch. Das ist Außenbereich. Der Ausgang. Der graue Wächter ist hier, Herrin. Dem Erbauer sei Dank. Ich würde euch ja angemessen begrüßen, aber wir hatten einen Rückschlag. Welche Art von Rückschlag? Es reichte meinem Gastgeber nicht, mich bewachen zu lassen. Er hat die Tür magisch versiegelt. Na super. Wie öffnen wir sie? Mit dem Magier, der den Zauber gewirkt hat. Er ist vermutlich bei Hau. Gut, ich bin gleich wieder da. Danke, Wächter. Ich werde für euch beten. Taryn Hau ist vermutlich in seinen Gemächern. Am Ende der Halle, auf der linken Seite. Wo auch sonst. Schauen wir mal erstmal hier rein und gibt's dir was Schönes. Gibt's auf der anderen Seite was Schönes? Nee. Einfach nur ein leerer, sinnloser Raum.
jemand. Also, ihr habt nichts gesehen. Moment, wer seid ihr? Ihr habt nicht mit mir Dienst. Ruf die Wache. Hallo, Ava. Wie holst ihr, du Teufel? Das war's mit Heimlichkeit. Wie geht's aber? Was macht deine Stimme? Und vor allem, was steht nachher bei dir an? Wird erlegt. Vielleicht könnt ihr's ja mal versuchen. Wie ihr meint. Ach, mir fällt gerade auf. Oh. Kann ich das ändern? Fuck, ich habe diesen komischen Typen dabei. Ich habe noch nicht meine Gruppe wieder angepasst. Du hast heute frei. Juhu! Ich hätte heute gerne frei gehabt. Aber ich dachte, du streamst heute. Was? Wie geht da? Nee, nach gestern. Nein, danke. Und da willst du heute nicht streamen? Gar nicht? Nente? Nicht mal ein bisschen? Nicht mal dein Zeichnen? Das wundert mich. 36 Tote geht doch noch. Danke, aber dass ihr für Ablenkung gesorgt habt. Ich habe Tage auf so eine Gelegenheit gewartet. Wer niemals eingesperrt war, kann nicht verstehen, wie süß ein Schlüssel klingt, der sich in einem Schloss dreht. Gern geschehen. Ich bin Riordan, leitender Wächter von Jada. Und ihr müsst Duncans neuester Rekrut sein. Ja, die Beschreibung passt. Ah, bisschen WoW, ganz gechillt. Wie hat Alho euch gefangen genommen? Mit Gastfreundschaft und einem vergifteten Kelch. Ich war so dumm zu glauben, Logan wüsste noch nicht, wer ich bin. Also quasi gehst du angeln, aber, hm? Wo ist Ho? Ich sah ihn in die Kerker gehen. Vielleicht ist er noch dort. Warum seid ihr nicht bei Ostagar gefallen? Weil ich nicht dort war. Ich wurde aus Orlais hergeschickt, als wir nichts von König Kaelin hörten. Der König hatte alle Wächter aus Orlais mitsamt ihrer Truppen zu sich gerufen. Und dann nichts. Sind das eure Dokumente? Ja, das sind meine Aufzeichnungen. Die Namen der Toten von Ostagar, die ich kannte oder aus Duncans Rekrutierungsberichten entnehmen konnte. Kopien des Beitrittsrituals, die ich aus Denorim retten konnte. Nein. Kein Außenstehender darf sie je. Das habe ich noch nicht gemacht. Nein, nein. Ich vertraue auf ihre Verschlüsselung. Beitrittsritual, könnt ihr graue Wächter nennen? Das würde ich, wenn ich könnte. Ferelden würde sie dringend brauchen. Allerdings braucht der Rekrut für den Beitritt nicht nur frisches Blut der dunklen Kuh. Ach, Ava, sei mal ganz entspannt. Blut eines Erzdämons. Fereldens Vorrat davon ist aus der Schatzkammer verschwunden. Ich vermute, dass ihn jemand genommen und Loghain ihn konfisziert oder vernichtet hat. Dann müssen wir ihn zurückholen. Wie ihr wisst, sind die Erfolgsaussichten des Beitritts ohnehin gering. Logan hat den Wächtern weit mehr angetan, als... Mein Tag war beschissen. Und wenn man den Gerüchten in Denorim glauben schenkt, plant ihr bereits seinen Sturz. Oder? Also, das Ding ist, in einem meiner Projekte, in meiner App, gab es einen Fehler für Android 13 und ähnliches.
Das musste ich hotfixen. Leider kam mir immer wieder irgendein Typ dazwischen oder eine Typin oder sonst was. Und ich musste mich jedes Mal wieder neu reindenken. Demzufolge bin ich nicht so richtig dazu gekommen, das fertig zu machen. Und ich war bis kurz bevor du jetzt gekommen bist, damit beschäftigt, die Sachen fertigzustellen. Es war quasi 2 Minuten vorher habe ich mein Arbeitsgerät, mein Arbeitsnotebook weggepackt. Das stand gerade eben noch hier daneben, bevor du jetzt gekommen bist. Also, hab gerade Schnauze voll vom Tag, mehr oder weniger, und genieße gerade den Stream. Hoffe auf nette Leute. Alex ist ja da. Helly ist ja auch da im Lurk. Du bist jetzt da. Dann kann es doch noch gut werden, oder? Was können wir jetzt tun? Ich würde sagen, zuerst müssen wir hier weg. Es wäre nicht gut, wenn einer von uns am Ort eines Massakers aufgegriffen würde. Ich stoße später zu euch, sobald ich ein Medikus gefunden habe. Und viel Glück, Bruder. Mir fällt gerade auf, wir haben ja gerade wieder nette Streamer da. Die Hölli, die mir ein Abo heute gegeben hat, müsst ihr echt mal vorbeischauen. Ab morgen wird sie wieder am Start sein. Verbreitet da viel Liebe, die war jetzt ein paar Tage krank. Da wird sie sich freuen. Und dann haben wir noch die liebe Ava. Die ist extra für ihre Community gestern 36 Tote beim ersten Boss in Wulong gestorben. Hat sich tapfer gehalten, macht alles für ihre Community, ist es trotzdem noch gut drauf. Selbst wenn ihre Stimme richtig bescheiden gerade ist. Schaut auch mal da vorbei und verbreitet Liebe. Da wird sie sich auch freuen. Ich verstehe euch nicht. Wenn man sich so das Gitter anschaut, wie wurde der unter diesen Gitter lang gezogen? Aber egal. Nicht so viele Fragen stellen. Echte Folterkammer hier. Von da sind wir gekommen und da gehen wir weiter. Sicherheitshalber speichere ich mal. Wer weiß. Seid vorsichtig. Das ist eine Falle. Lauf zum Gegner! Thank you.
dein Emote mit den zwei Lichtschwertern in der Pfote quasi fetzt. Sehr schön. Hype, 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 hype. Die Ava ist gehypt. Die Ava ist gehypt. Kommen wir da durch? Jetzt bin ich verwirrt. Ne, da kommen wir nicht durch. Wir kommen nur da durch. Ah, du bekommst 3 weitere Emotes. Bist du aufgeregt? Wie ihr meint. Oh, warum dauert das so lange, Ava? Selbstverständlich. Wie sieht's aus, Ava? Nächsten Montag zusammen ein Horrorspiel. Hier, dieses. Irgendwas mit. Fasma. Das ging doch zu mehreren. Dort sind Gegner! Du und ich im Stream, wir zwei zusammen streamen, das wäre was, hä? One-Time-Error, die wollen mich doch verarschen. So geht's auf alle Fälle nicht. Wir müssen hier mal ein bisschen. Wir bunkern uns jetzt hier ein. Vin, du bleibst hinten. Morbegin, du bleibst hinten. Zephren, ich hab dich leider mit dabei, obwohl ich dich nicht dabei haben wollte. Du bleibst vorne. Hä? Wie? Zur Hölle ist da jetzt gekommen? Wie? Ach, warte mal. Echt jetzt? Nein. Ach, tu mir das jetzt nicht an. OBS, jetzt zickt mir nicht voll. Aber zum Glück ist das nicht schlimm. Es ist zum Glück nicht schlimm. Weil ich habe ja immer noch mein Alternativfenster eingerichtet für den Fall der Fälle. Falls das mit Dragon Age Orange passiert, ist halt mal ein altes Spiel. Hallo.
Das soll nicht wieder das Dorf rumstehen, das soll mitmachen. Wie geht's deinem Mann? Geht's deinem Mann auch gut? Ja, dem geht's meist besser als mir, also eigentlich immer. Der ist nicht so ein Anti-Immun-Krüppel wie ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Schwierig. Aber apropos, hast du deine Tablette genommen? Ich wollte doch nur auf dich aufpassen. Ein Magier. Sicherheitshalber speichern. Ich weiß. Nur gut, dass ich gespeichert habe. Jetzt schauen wir mal, ob das wieder geht. Also es gibt einen Ort in diesem alten Spiel. Der kann ein neuer Rechner nicht ab. Das ist Denewem. Und ausgerechnet da muss ich gerade die Quests machen. Das ist verrückt. Einfach nur verrückt. Ab. Aber ich will das Spiel jetzt durchziehen. Ich habe jetzt keinen Bock damit aufzuhören, nur weil ich ein bisschen alte Game-Probleme habe.
So, jetzt verteilen wir uns hier drinnen. Was möchtet ihr? Selbstverständlich. Klingt, als hätte der Verstopfung. Alex, heute müsste der 9. Eintracht-Klaue gekommen sein. Hast du den schon abgeholt? Ich hole mir dann die Tage den ab. Da geht's los, da geht's rund. Oh, alles voller Folter. Sollte das eine Lektion sein? Ja, ist das. Ist mein Vater amüsant, mich so lange im Stich zu lassen, bevor er euch schickte? Er ist der Sohn? Nein, es sei denn, euer Vater ist All Eamon. Ihr reist in illustrer Gesellschaft. Ich bin Oswin, der Sohn von Ben Seagard, aus dem Benorn-Drachengipfel. Wenn ihr keiner unserer Soldaten seid, dann sagt mir, wem ich meine Rettung verdanke. Ich bin Kuro von den Grauen Wächtern. Dann ist mir klar, warum ihr gekommen seid, Wächter. Denn es sind eure Leute, die hier am meisten zu erdulden hatten. Ich danke euch. Und mit mir vermutlich das gesamte Benorn-Drachengipfel. Wenn mein Vater niemanden geschickt hat, muss ich annehmen, dass er das wahre Gesicht der Schlange noch nicht kennt, mit der er sich verbündet hat. Aber wenn ihr mit ihm sprecht, würde er euch gewiss jede Belohnung gewähren. Wird sich euer Vater beim Lansing gegen euch, gegen Logan stellen? Dann ist All Eamon eingetroffen? House Männer erzählten mir, er und seine Anhänger seien alle tot. Aber ich schwöre, wenn es ein Forum gibt, Logan anzuprangern, dann wird mein Vater dort sein. Und jetzt, bitte, muss ich zu ihm. Ich kann es kaum erwarten, diesen Ort zu verlassen. In 2 Wochen geht's endlich weiter. Da hast du recht, Alex, und ich freue mich schon drauf, wie es weitergeht mit den Onis und den einen Dämonen. Da ist Dienstag nicht Dragon Age Dienstag, da ist Dienstag Guild Wars 2 Story Dienstag. Irgendwie ist das ein Kackname. Muss ich mir noch was Besseres einfallen lassen. Oder der 23. war das doch. Oder? Ja, doch. Ich habe das Gefühl, hier ist eine Falle. Hier mit dir nicht.
Story-Dienstag oder Cassie ist vorbei-Dienstag. Also ich bin dann eher für Cassie ist vorbei-Dienstag. Cassie ist vorbei, Dienstag. Aber Cassie müsste dann auch erstmal wieder mitmachen am Dienstag. Und nicht nichts tun. Ah, da ist dieser komische Stein. Und Cassie muss erstmal die ganzen Einträge lesen, das ist wohl wahr. Sie befahlen den Rückzug. Das Horn ertönte und wir wandten uns ab und dann diese Schreie. Wir ritten und sie schrien und schrien und... Schon gut. Mutter, riechst du das Blut? Sie sagten, es war nur die dunkle Brut, aber wir haben sie auch gegessen. Oh nein, er hat dunkle Brut gegessen. Sie sind tot und wir haben sie zurückgelassen. Im Sumpf. Die Hexe. Die Hexe. Oh oh. Glaubt ihr, er hat dort wirklich meine Mutter gesehen? Oder beschuldigt er sie nur in seinem Wahnsinn? Ihr seid frei, geht an einen sicheren Ort. An einen sicheren Ort? Wo? Vielleicht nebenan? Wen haben wir denn da? Welchen Monat haben wir? Bist du ein Feind von Aal Orion? Bitte, ich fühle mich, als wäre ich schon mein halbes Leben lang hier. Warum wurdest du eingesperrt? Der Sohn des Aals. Er hat meine Braut geraubt an unserem Hochzeitstag. Als ich sie befreien wollte... Keine Ahnung. Sie schrie und er hat gelacht. Ich habe ihn angegriffen. Und dann bin ich hier aufgewacht. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt. Ach, da fällt mir ein, wir müssen Cassie an Wade erinnern. Moment. Ach, und jetzt gibt's ein Biril. Biril. So. Storygruppe. So, erledigt. Cassie erinnert. Aal Orion ist seit Monaten tot. Tot? Wer regiert dann? Sein Sohn Vorn? Er hat mich niedergeschlagen und dann bin ich hier aufgewacht. Die Leute waren so wütend. Sie wollten sogar den König anrufen.
Der König ist auch tot. Logan regiert jetzt an seiner Stelle. Es hat sich viel getan, seit sie mich geschnappt haben. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Ich muss nach Hause. Oder die Stadt verlassen. Ich danke für deine Hilfe. Ich wünschte, ich hätte mehr zu bieten als meinen Dank. So, dann schauen wir mal weiter. Hier drinnen hat man nichts. Obwohl, ich könnte mit dem doch das Schloss knacken. Für nichts. Nix weiter war da drinnen. Nix. Nada, nente. Ein Autosave. Sie, der graue Wächter. Ich muss sagen, es überrascht mich, dass Eamon euch in mein Schloss spazieren und meine Männer ermorden lässt. Hat er den Glauben an die Überzeugungskraft seines Landtings verloren? Ich bin wegen Anora hier. Dann hat euch diese verräterische Schlange also um den Finger gewickelt. Enora liebt Spiele. Ich hätte nur nicht erwartet, dass sie mit euresgleichen spielt. Ihr hättet gehen sollen, als ihr die Chance hattet, Wächter. Ihr hättet euch nach Anderfels zu den Euren davonschleichen sollen. Dieses Landting ist eine Farce. Logain wird triumphieren und ihr werdet sterben. Aua, das tat weh. Der graue Wächter wieder. Ach, das ist ja noch ein Magier. Kein Wunder. Wo kommt der denn plötzlich her? Aus dem Nichts. So. Der graue Wächter, der liegt darum. Der Lyriumtrank, der hat ja nichts gebracht. So, wir wollen ein bisschen. Machen wir mal Todeswurzelextrakt. Die ist schon wieder out of Mana. Wahnsinn, wie oft ich verfehle. Meine Geschicklichkeit muss höher. Der Erbauer verfluche euch. Ich verdiene mehr. Er verdient mehr, bekommt aber nicht mehr. Pech für ihn.
All-House-Schlüssel. Da hinten ist bestimmt noch mehr, da gucken wir mal nach. Sehr schön. Aber sicherheitshalber mal speichern. Ach guck, hier hinten sind noch genügend Männekicken. Wer ist da? Bleibt weg von mir! Das könnt ihr mir nicht antun! Ich lasse euch alle auspeitschen! Ich bin der Aal von Denerim! Aal Urien ist bei Ostaka gefallen. Wer seid ihr? Ich bin Vaughn Kendelt, Erbe des Aaltums von Denerim. Das ist die Wahrheit. Zu viele unserer Truppen fielen bei Ostaka. Nach Beginn des Aufruhrs kam Hau mit seinen Männern, um die Garnison zu verstärken. Zumindest behauptete er das. Ich hatte ihn kaum in den Palast gelassen, da warf er mich hier rein. Ein weiteres Opfer des Elfenaufstandes, hat er gesagt. Lasst mich hier raus! Ich tue alles dafür! Ihr seid der Sohn des Aals, den dieser Elf erwähnt hat. In meinem Zimmer liegt eine Geldkassette voll mit Sovereigns. Lasst mich frei und ich gebe euch den Schlüssel. Was machen wir mit dem? Freilassen, Schlüssel geben, ihn erschlagen. Schwierig, schwierig, schwierig. Wenn wir den einfach so freilassen, behandelt er vielleicht den Elfen wieder scheiße. Andererseits könnte er mir helfen gegen Logan, wenn ich den frei bekomme. Wenn ich ihn erschlage, könnte Logan davon Wind bekommen und mir das negativ auslegen. Im Lanting. Und wenn ich ihn im Kerker lasse. Ich schwöre, das werdet ihr nicht bereuen. Seth rennt dagegen, naja, was soll's. Lohe, erbarme dich deines Freundes. Andraste, Braut des Erbauers, hab Erbarmen mit mir. Elfstammer, bist du das? Kleine Schwester? Nein, ich kenne euch nicht. Oder? Seid ihr real? Wer seid ihr? Ich bin Ermanric, Leutnant der Kirche von Denerim. Ihr gehört doch nicht zu den Männern des Terran. Ich habe meine Pflicht nicht erfüllt, Erbauer. Vergib mir. Ich habe versagt. Und niemand weiß, was er angerichtet hat. Von wem redet ihr denn? Von dem Malefica. Er hat Blutmagie gegen Templer und Magier des Zirkels eingesetzt, um aus seinem Turm zu fliehen. In der Nähe von Redcliffe habe ich ihn gestellt. Aber die Männer des Terran haben ihn mir genommen und mich hierher gebracht. Hieß dieser Malefiker etwa Jovin? Ja, er hat sein Phylakterium zerstört. Wir sind ausgeschwärmt, um ihn zu finden. Ich war allein. Ihr seid doch real, oder? Meine Träume sind so seltsam. Bitte, wenn ihr kein Traum seid, dann helft mir. Euch ist schon klar, dass die Tür offen ist, oder? Ihr seid frei. Niemand kann mich von meinem Versagen befreien. Außer die gesegnete Andraste. Was soll ich denn tun? Gib diesen Ring meiner Schwester Elfstanna. Sag dir, dass es mir leid tut. Bitte. Sie soll für mich beten. Toll. Gut.
Jetzt gehen wir mal ins Erdgeschoss zurück. Ach du Scheiße. Da stürzt vor lauter Schreck das Spiel ab. Ach, kommt jetzt. Ich mache gleich gar nicht mehr. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Das gibt's doch wieder nicht. Haben wir jetzt gerade so eine ganz miese Stelle erwischt? Sag mal so, hätten wir die gleich am Anfang platt gemacht? Hätten wir jetzt das Problem nicht mit denen. Jetzt habe ich es verkackt. Das ist eine Kackposition.
Hier ist eigentlich ideal. Weil hier können nicht alle auf einmal rein. So, jetzt klingt doch alles. Warum nicht gleich so? Warum musst du das immer abstürzen? Da kommen noch mehr Gegner! Irgendwie scheint der Hund jetzt zu hängen, habe ich das Gefühl. Und das war's, richtig? Die wollen gar nicht kommen. Jetzt. So, jetzt erstmal eine Sache speichern. Vielen Dank. Bitte sehr. Seid ihr nicht etwas klein für eine Wache? Ich sehe mehr nach Wache aus als ihr. Und unauffällig sein. Wenn mich Hausmänner finden, töten sie mich. Und meine Leute würden mich zum Palast zurückbringen, wo mein Vater mich vermutlich auch töten würde. Mhm. Okay. Bleibt nur die Wahl durch den Kerker zurück.
durch den Kerker und dann unten raus. Nichts wie raus hier, Wächter. Wir wollen mit Sicherheit nicht mehr hier sein, wenn sie herauskommen. Die lassen mich nicht durch den Kerker gehen. Ich muss an dieser Gruppe vorbei. Wird erledigt. Wie ihr meint. Sehr schön. Eine kleine Schatzkammer. Wächter, ich verhafte euch im Namen des Regenten für den Mord an Brandon Howe und seiner Leibwache. Ergebt euch, dann wird euch womöglich Gnade zuteil. Ich bin hier, um Anora zu befreien, die hier gefangen gehalten wurde. Macht euch nicht lächerlich. Die Königin wird weder hier noch sonst wo gefangen gehalten. Ihr Vater würde das niemals zulassen. Seid ihr da ganz sicher? Im Gegensatz zu euch wissen wir, was Ehre und Loyalität bedeuten. Ich habe keine Zweifel, was Logan angeht. Ihr erledigt sie! Logan will den Wächter tot oder lebendig. Da kommen noch mehr Gegner! Wird erledigt. Eamon, wir haben ein Problem. Oh, gut. Ich hatte schon Angst, es könnte einfach werden. Ruhig. Was ist passiert? Der Wächter wurde gefangen genommen. Was? Wie konnte das passieren? Vergesst es. Die Frage ist, wie befreien wir ihn? Ich weiß, wo er ist. Der graue Wächter ist im Besitz eines Ringes, der es mir erlaubt, ihn aufzuspüren. Zu ihm zu kommen ist allerdings nicht ganz so einfach. Oh oh. Sehr gut, ich bin stolz auf dich, Ava. Sehr stolz. Machst du richtig. Jetzt ist alles gut, jetzt ist alles stressfreier. Jetzt bin ich zufrieden. Nein, ich bin Nackebitch. Ich bin ein Nackebitch. Ihr seht aus, als hätte man euch richtig übel mitgespielt, mein Freund. Was habt ihr getan? Ja, ich bin ein nackter Mann. Ein nackter Mann. Daddy? Daddy Ghoul. Ich habe Brandon Howe getötet. Das soll ein Verbrechen sein? Das ist eher ein Dienst am Volk. Trotzdem werdet ihr hängen. Ich komme hier raus, versuchen zu entkommen. Viel Glück dabei. Allerdings halte ich es für wahrscheinlicher, dass der Erbauer hier erscheint und uns ein Lied singt. Solange du nicht blutest, ist es mir egal. Nun, ich könnte dir Gesellschaft leisten. Ich wollte nur etwas Gesellschaft. Warum legst du nicht ab, damit wir anfangen können? Beim Erbauer, wie viele Schnallen hat das Ding denn noch?
die Wache angreifen. Hey, pass auf! Was denkst du dir eigentlich? Oh ja, bam, bam! Zwei nackte Männer, die ringen. Selbstverständlich. Wo ist eigentlich meine Ava, die mich retten will? Du hättest einfach fliehen sollen. Sache erledigt. Herzlichen Dank. Wenn es euch nicht stört, werde ich hier nicht länger verweilen. So einfach kann's gehen. So einfach. Oh, die ganz vielen geschändeten Leute. Schon traurig. Aber das gehört nun mal zu dieser Epoche dazu. Ach komm, ich retten, ich verlauf mich schon beim Zuschauen. Aberlein, du simulierst doch immer nur das Verlaufen, wenn du spielst. Für die Unterhaltung. Du bist doch nicht wirklich so schlimm. Sicherheitshalber mal speichern. Wie ihr meint. Haha, sicherlich nicht, doch ich bin absolut lost. Hab mich auch schon in mein Dorf verlaufen, also real. Du wohnst im Dorf? Du wohnst echt in einem Dörfchen? Süß. Steht ja nur ein Gegner drin. Standen hier nicht eben noch viel mehr rum? Was ist das? Ah, ihr müsst der neue Rekrut sein, den wir erwartet haben. Ihr seid zu spät. Der Rest eurer Patrouille ist im Lagerraum. Findet sie und macht euch bereit. 14.000 Einwohner. Einwohnerdorf. Mein Haar wäre ich heute nicht an den Wachen vorbeigekommen. Ich hatte die verdammte Parole. Braucht ihr irgendwas? Mir wurde gesagt, wir sollen uns für die Inspektion bereit machen. Dem Erbauer sei Dank. Aber was ist mit ihm? Nun, der Gehilfe des Quartiermeisters ist im Moment nicht gut auf uns zu sprechen. Ich hab's dir ja gesagt. Wir hätten die Kartoffeln direkt in den Keller schaffen sollen. Es ist einiges schiefgelaufen. Fehler wurden gemacht. Taren Logan hat sich den Quartiermeister zur Brust genommen und er sich dann seinen Gehilfen.
Und um sich für diesen Ärger zu rächen, gibt der Gehilfe des Quartiermeisters jetzt unsere Schwerter nicht heraus. Und ohne vorschriftsmäßige Schwerter kommt man nicht durch die Inspektion. Ich kümmere mich um ihn. Er ist die Halle runter, in der Waffenkammer. Der Erbauer stehe uns bei. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Mach dir keine Sorgen. Irgendwann muss er ja einlenken. Nein, muss er nicht. Wenn er uns mit seinem Hass töten könnte, würde man jetzt schon für uns beide den Gesang singen. Was soll das? Sucht ihr zwei verdammten Narren gerade neue Freunde? Ich habe Befehl, sie für die Inspektion bereit zu machen. Ich sage es ja nur ungern, aber die kommen nie durch die Inspektion. Lasst euch lieber vom Oberst zu einer anderen Patrouille versetzen. Überreden. Aber auf Patrouille könnten sie verwundet werden, getötet sogar. Stimmt. Die dunkle Brut könnte uns fressen. Oder wir sterben im Kampf gegen Aufständische. Moment, was? Da habt ihr nicht Unrecht. Vorschriftsmäßige Schwerter, ja? Nehmt die hier. Aber behandelt sie pfleglich. Das ist guter Stahl. So. Ihr glaubt also, für euren ersten Patrouillengang bereit zu sein, was? Überreden, jawohl. Das wollte ich hören. Ihr da! Jawohl! Steht gefälligst stramm! Soldaten der königlichen Armee stehen niemals in gebückter Haltung! Und ihr? Jawohl! Nicht herumzappeln! Gezappelt wird in der Freizeit! Jawohl, vielen Dank! Arschkriecher! Ich erwarte euch alle bei Sonnenaufgang zurück. Und jetzt raus hier. Möge der Erbauer über euch wachen. Raus aus der Kiste. Ich hab die Rüstung jetzt einen Monat und schon ist sie mir zu klein. Ja. Ich darf nicht so viel essen. Dann sollte er nicht so viel essen. Kaninchen, oder? Ihr geht wohl auf eure erste Patrouille, was? Viel Glück. Die erste Patrouille. Immer aufmerksam bleiben da draußen. Wird erledigt. Gibt's hier was Schönes? Es tut mir leid, aber ich bin gerade beschäftigt. Kommt später wieder. Es ist stets ein stolzer Tag, wenn ein Soldat wichtige Pflichten übernimmt. Möge Andraste stets über euch wachen. Der Hauptmann. Viel Glück da draußen. Absolut nichts Spannendes. Ja. Och nö.
Das ist jetzt mies. Warum muss der jetzt kommen? Ich bin alleine. Wir müssen erstmal zum Aal. Beim Atem des Erbauers. Gut, euch in einem Stück zu sehen. In der Tat. Wir haben für eure sichere Rückkehr gebetet, Wächter. Schön, dass ihr unversehrt seid, Anora. Ich war unsicher, wie ihr reagieren würdet angesichts der Konsequenzen. Ihr habt sehr überlegt gehandelt. Danke. Nun jedoch müssen wir zusammenarbeiten. Und zwar rasch. Mein Vater ist wahnsinnig geworden. Erst glaubte ich es nicht, aber sein Verfolgungswahn macht ihn jeder Vernunft unzugänglich. Er betrachtete mich als Bedrohung. Aber jetzt erzählt er den Adeligen sicher, ihr wärt gefährliche Mörder, die mich entführt hätten und mich kontrollieren. Vielleicht glaubt er sogar wirklich daran. Kann man denn nicht vernünftig mit ihm reden? Das dachte und hoffte ich auch. Haus Einfluss war sehr stark. Sein Tod war mit Sicherheit eine Hilfe. Aber selbst das reicht nicht. Ich kenne meinen Vater und er weicht von seinem Weg nicht ab. Er bringt das zu Ende, um jeden Preis. Ihr braucht Argumente für das Landting, und da kann ich behilflich sein. Ihr seid erst seit kurzem in der Stadt. Vielleicht sind euch einige aktuelle Entwicklungen bisher entgangen. Seit Ostagar herrscht Unruhe in Denerim. Viele Leute sind wütend oder bedrückt. Merkwürdigerweise ist die Unruhe im Gesindeviertel am größten. Da nur wenige Elfen in der Armee waren, dürften sie eigentlich keinen Grund haben, wütend zu sein. Und das wiederum bedeutet, dass Hau und mein Vater ihnen Grund dazu gegeben haben müssen. Ich weiß nicht, was dort vor sich geht, aber ich bin mir sicher, dass mein Vater seine Hand im Spiel hat. Das sind nützliche Spuren, Anora, aber das hätte uns alles auch euer Dienstmädchen sagen können. Das stimmt. Ich fürchtete als Haus Gefangene um meine Sicherheit. Aber Erlina schickte ich zu euch, weil ich mich mit euch zusammentun wollte. Ihr braucht die Beweise für das Landting. Aber ihr braucht auch einen stärkeren Kandidaten für den Thron. Ihr braucht mich. Und was genau macht euch stärker? Alistair ist sicher fügsam genug und auch ehrbar. Aber trotz seines Blutes ist er kein König. Und das sehe nicht nur ich. Und außerdem ist Alistair ein grauer Wächter. Es sieht aus, als wolltet ihr einen grauen Wächter auf den Thron setzen. Entgegen eurer Behauptung. Ich bin eine neutrale Partei. Und ich bin bereits Königin. Anora, ihr seid zwar Kaelins Witwe, aber... Ich bin die Tochter von Ferelden's größtem General. Wer hat denn wohl das Land in den letzten 5 Jahren regiert? Etwa Kaelin? Dieses Land braucht mich. Keinen König ohne Erfahrung, der den Thron zudem gar nicht will. Ich kann euch helfen, meinen Vater aufzuhalten. Überlegt euch meine Worte. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Wächter, wenn ihr kurz Zeit hättet, würde ich euch gerne unter 4 Augen sprechen. Nun, sie ist ziemlich lebhaft, nicht wahr? Ich weiß noch, wie Logan sie nach Denerim brachte, damit sie Kaelin kennenlernt. Der arme Kaelin war ein guter Junge, aber Anora war immer 2 Schritte voraus. Ein Augenaufschlag? Und er folgte ihr aufs Wort. Was sie sagt, ist sicher nicht unrichtig. Dennoch habe ich das Gefühl, dass sie Ärger bedeutet. Und es ist leider nicht der einzige, der uns bevorsteht. Warum glaubt ihr, dass sie Ärger bedeutet? Das Bündnis kommt ihr gelegen. Momentan kämpfen wir vereint gegen Logan. Seid vorsichtig, wie weit ihr ihr vertraut. Ich glaube keine Sekunde, dass Anora ihre Macht einfach so aufgeben wird. Dennoch habe ich sie lieber hier und kann sie beobachten, als dass sie aktiv für Logan arbeitet. Und
Aber planen wir nicht, sie zu entthronen? Anora hat Kaelins Land fähig verwaltet. Aber in ihr fließt kein Tropfen königliches Blut. Wir haben nicht jahrelang gegen die Orlesianer gekämpft, die königliche Linie binnen einer Generation aufzugeben. Nicht, solange noch ein Sohn dieser Linie lebt. Vielleicht sollte Alistair Anora heiraten. Meint ihr das ernst? Nein, danke. Den Rest davon will ich gar nicht erst hören. Redet ihr beide nur weiter über mich. Ich stelle mich jetzt hier rüber und stecke mir die Finger in die Ohren. Es würde sicher zahlreiche Probleme lösen und wäre im Landing ein nicht zu schlagendes Argument, um Logan seiner Macht zu entheben. Therin Blut auf dem Thron und Anoras Klugheit und Beliebtheit. Das würde Ferelden vereinen und wäre eine starke Front gegen die Verderbnis. Leider sind beide erwachsen, also übernehmen nicht die Eltern die Verhandlungen. Diese Ehe kann nur stattfinden, wenn beide damit einverstanden sind. Es bedarf wohl viel Überredungskunst, um ihren Stolz und seine Bescheidenheit zu überwinden. Warum ist es wichtig, dass Merricks Sohn den Thron besteigt? Ferelden wurde als erstes von Kaelenhard, dem Silbernen Ritter, vereint. 400 Jahre lang herrschten seine Nachfahren über Ferelden. Dieses Erbe bewahrten wir vor den Orlesianern. Und dafür werde ich kämpfen, solange noch einer von Kaelenhards Nachfahren am Leben ist. Wenn uns das nicht eint, kann der nächste König Ferelden vermutlich nicht halten. Und wir würden wieder zu Verfädeten terrenieren. Reden wir von was anderem. Wir haben jedenfalls viel zu planen. Was denkt ihr, tut ihr im Gesindeviertel? Nur der Erbauer weiß, wozu dieser Mann noch alles fähig ist. Ich habe zu tun. Natürlich. Darf ich vorschlagen, dass ihr mit Anora sprecht? Sie ist entweder eine mächtige Verbündete oder eine mächtige Feindin. Wir sollten bald wissen, was von beiden. Schauen wir mal. Was die Anora will. Ich ahne nichts Gutes. Seid gegrüßt, Wächter. Gut, dass ihr kommt, um mit mir zu reden. Ich will ganz offen sein. Eure Stimme wird künftig beträchtliches Gewicht haben. Eamon hört auf euch, und das aus gutem Grund. Meinem Vater muss Einhalt geboten werden. Aber danach braucht Ferelden einen Herrscher. Ich würde mich über eure Unterstützung freuen. Ich glaube, ich bin nicht so wichtig, wie ihr glaubt. Nein. Ihr seid ein grauer Wächter. Und obwohl mein Vater behaupten wird, dass nur er das Land vor der Verderbnis bewahren kann, irrt er. Außerdem habt ihr Arl Eamon vor einer Verschwörung bewahrt, die zweifellos hauskrankem Hirn entsprungen war. Das werden die Leute nicht vergessen. Ihr seid fähig, mächtig und zur rechten Zeit am rechten Ort. Setzt ihr diese Umstände zu eurem Vorteil ein, könnt ihr es weit bringen. Lasst uns nicht vorgreifen. Ich stimme euch zu, dass es vor dem Landing noch viel zu tun gibt. Aber sollten wir nicht auch Pläne für die Zeit danach schmieden? Ich denke schon. Nö. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ah. Dann wollt ihr nicht mit mir diskutieren? Eure Loyalität zu Alistair ist bewundernswert, wenn auch unangebracht. Solltet ihr eure Meinung ändern, kommt zu mir zurück. Ich möchte nur reden. Muss ich mit der reden?
So, jetzt raus aus der Kiste. Wir wollen hier ein bisschen... Auf zur Kantorin. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben. Hunderte von Pfeilen hatten ihn durchbohrt. Kleine wie große Leiden quälten ihn. Doch sein Herz war stark. Und er ging weiter. Sind Sünder. Was? Es wird keine Nachspeise erwähnt? Das ist wahrlich ein Wunder. So, gesinnte Viertel. Danke für eure Hilfe. Leider. Wo renne ich denn hin? Alle sagen, der Regent hätte im Jachustal einen weiteren Sieger. So, darf ich jetzt hier endlich rein? Also rein theoretisch darf ich rein. Praktisch. Nö. Okay, ich muss wieder meinen Dummy-Load machen. Machen wir den Dummy-Load. Was? Tu mir das jetzt nicht an. Tu mir das nicht an, Spiel, tu mir das nicht an. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Wir wollten doch heute noch ein bisschen... Neuer Versuch, ins Gesindeviertel zu kommen. Zwergenhandwerk. Meinst du Zwergenhandwerk? Dinnewim ist so eine Kackstelle, das ist unbeschreiblich.
Komme ich nicht auch so ins... Nee, ich muss das erste Mal durch diese doofe Tür durch. Ansonsten ist das Gebiet nicht freigeschalten. Also müssen wir das jetzt so lange machen, bis es geht. Notfalls. Das Schlimmste ist jetzt behoben. Manchmal frage ich mich echt, was genau das ist, was da diesen Absturz verursacht. So, randommäßig. Und ob ich diesen Trigger ausstellen kann. Wie ihr meint. Na, guckt. Jetzt ging's. Und keine Sau weiß, warum dieser Trigger da war. Es spricht. Das muss man mal verstehen. Das ist ein wenig zu nah für meinen Geschmack. Ich werde euch lehren, dass man schlafende Hunde nicht wecken sollte. Doch, der Gegner! Dafür stürzt es jetzt da ab. Das ist so sinnlos. Ich höre zu. Das ist ein wenig zu nah für mein... Hätten wir Gesellschaft! Schon komisch. Wird erledigt. Auf alle Fälle die Geschicklichkeit hochpumpen. Wir danken euch.
Das Abkommen wurde erneuert. Juhu. Was kann ich für euch tun? Ich habe einen Brief der Blackstone-Freischärler für euch. Ein ehrenhafter Tod im Kampf gegen diese verderbten Scheusale ist vermutlich besser, als sich in diesem Dreck zu suhlen. Ich hoffe, sie bezahlen gut. Juhu, die Quest haben wir fertig. So, jetzt können wir doch den ganzen Rest hier machen, oder? Da kommt jemand. Das Leben hier muss hart sein. Weg von mir, du verrücktes Klingenohr! Alles in Ordnung? Bleib bloß weg von mir. Ich gehe ja schon in Ordnung. Was stimmt mit denen nicht? Etwas Silber für einen Kriegsveteran? Andraste segne euch, Sir. Ich werde euer Gesicht bestimmt nicht vergessen. Was ist hier los? Was für ein wunderbarer Baum. Wie alt er wohl ist. Selbstverständlich. Was ist hier Phase? Sir Otto? Hallo, Sir Otto. Ist da jemand? Der Erbauer segne euch. Habt keine Angst. Ich sehe noch genug, um euch auszumachen. Wer seid ihr? Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Ich bin Sir Otto. Ich bin ein Templer und habe mein Augenlicht im Kampf mit einem mächtigen Malefiker verloren. Er rief Flammen vom Himmel und verbrannte mein Gesicht. Die Wunden sind verheilt, aber ich werde nie mehr sehen können. Wie kann ich euch helfen? Ich habe hier im Gesindeviertel das stete Gefühl, dass etwas Böses am Werk ist. Ich weiß aber nicht genau, worum es sich handelt. Ich war geduldig und die Elfen haben mir schließlich ihre traurigen Geschichten erzählt. Aber echte Beweise für meine Befürchtungen erhielt ich nicht. Ich habe nur meine Ohren. Und mehr finden die nicht mehr heraus. Ich hatte gehofft, ihr könntet meine Augen sein. Seht euch im Gesindeviertel nach irgendetwas Ungewöhnlichem um. Wonach soll ich Ausschau halten? Ich weiß nicht, aber irgendwie spüre ich, dass es da etwas zu finden gibt. Ihr wirkt durchaus fähig. Hoffentlich findet ihr, wonach ich suche. Möge der Erbauer über euch wachen. Irgendwas stimmt nicht. Ein kranker Elf. Mama hat gesagt, sie bringt mir ein Geschenk aus Hayawa mit. Ich bin schon so gespannt. Irgendwas stimmt nicht. Wie könnt ihr hier rumstehen? Wie viele Brüder, Schwestern und Kinder sollen diese Männer denn noch mit? Meine Kinder brauchen mich zu Hause. Ich kann hier nicht noch einen Tag warten. Dann geh nach Hause. Das Beste, was du für deine Kinder tun kannst, ist diesen Scharlatan nicht zu vertrauen. Bitte bewahrt Ruhe. Oh, heute so vielen, der körperlose Nick. Alles geordnet zugeht. Oh, ihr helft uns also, Shem. So wie ihr Valandrian und meinem Onkel Sirion geholfen habt, richtig? Dank eurer Hilfe wurden sie nie wieder gesehen. Wir haben es euch doch schon erklärt, Kind. Ihr könnt noch so viel jammern. Aber wir werden dennoch nicht zulassen, dass ihr die Quarantänestation betretet und die Pest wieder ins Gesindeviertel einschleppt. Du bringst uns noch alle um, Shiani.
Habt keine Angst. Ich bin... Er rief Flammen vom Himmel und verbrannte mein Gesicht. Ich hatte gehofft, ihr... Es flackert. Es flackert im Karton, tong, 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 tong. Das Haus hat Augen, aber Oma ruft. Weiter, ein toter Hund. Weiter. Danke, Sir. Disco Chicken. Jetzt hat das Spiel wirklich eine Meise gerade bekommen. Sirions Haus. Komme ich da schon rein? Soris. Ah, du. Komm rein. Ich hab dir noch nicht gedankt, oder? Ich wünschte, ich könnte dir etwas geben. Alles, was ich hatte, habe ich nach der Strafaktion an Plünderer verloren. Nicht, dass ich wirklich etwas von Wert besessen hätte. Kannst du mir sagen, was hier los ist? Die Pest, sagen sie. Ich habe seit meiner Rückkehr ein paar Kranke gesehen, aber ich weiß nicht, wie schlimm es wirklich ist. Ein paar Magier aus Tevinter helfen bei der Behandlung der Kranken. Aber dennoch geht etwas Merkwürdiges vor. Meine Base Shiani kann dir mehr darüber erzählen. Such einfach nach der wütendsten Frau im Gesindeviertel. Du kannst sie nicht verfehlen. Und die Kirche duldet diese fremde Magie. Sieht so aus. Sonst wären längst Templer hier. Wirkt diese magische Behandlung? Ich weiß nicht. Sicher ist man immer erst, wenn es nicht funktioniert. Und niemand will es ernsthaft auf die Probe stellen. Okay. Ich weiß, wie viel du schon für mich getan hast, aber ich muss dich einfach fragen, könntest du bitte mit Shiani reden? Bitte, ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber sie ist der Sache nicht gewachsen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wirklich? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Der Erbauer segne dich. Gerne, gerne, gerne. Ich bin doch der hilfsbereite graue Wächter aus der Nachbarschaft. Hast du das nicht gewusst? Jetzt weiß es. Disco. Ich bin erfreut, euch wiederzusehen. Ihr wart so großzügig zu mir und das hier sind auch Veteranen. Ich bin Weise. Und eine Weise. Bitte, Herr, habt ihr ein paar Münzen übrig? Zu freundlich. Wirklich zu freundlich. Möge der Erbauer euch schützen. Lang lebe der gute Sir. Die nehme ich aus. Du hast weitere Hinweise gefunden, dass etwas Rätselhaftes möglicherweise unheimlich vor sich geht. Sir Otto ist an deinen Erkenntnissen sicherlich interessiert. Was habt ihr gefunden? In der Seitenkasse liegt ein toter, tollwütiger Hund. Das muss ich sofort melden. Solche Infektionen können sich ausbreiten, selbst von einer Leiche. Ich vermute, dass jemandem das nicht bewusst war. Habt ihr sonst noch etwas gefunden?
Einer der Hunde war verwildert. Das ist nichts Neues. Ähnliches hat sich schon überall in Denerim ereignet. Einen seltsamen Vorfall nehme ich ja hin. Aber zwei können kein Zufall mehr sein. Bringt mich zum Waisenhaus. Beide Hinweise von euch waren dort in der Nähe. Gehen wir. Wir gehen jetzt ins Waisenhaus. Schauen wir mal. Ich spüre hier große Intensität. Das ist der richtige Ort. Ich weiß nicht, ob Malefica dafür verantwortlich sind, aber hier ist zweifellos etwas Böses am Werk. Geht voran, ich folge euch. Jedenfalls ist hier alles dunkel. Wird erledigt. Selbstverständlich. Die Wände werden nicht gerendert. Uhu. Da ist doch irgendwas. Das riecht nach Dämonen. Hier ist bestimmt ein Dämon am Werk. Sehr schön. Da komme ich nicht rein. Ich bin da mal gespannt, ob das Add-on davon besser läuft. Erledigt. Ach, guck, die Wände sind wieder da. Selbstverständlich. Hölli ist zurück. Na, was gab Schönes zu essen? Ich hab das Gefühl. Du hast mich. Ja, ich hab dich. Ich hab dich.
Schnitzel mit Pommes und Salat. Gute Wahl. Ich glaube. Ich glaube, du hättest vom Stream hier zwei Gäste mindestens gehabt, die deine Schnitzel mitgegessen hätten. Ey, bring die gerade da hinten meinen NPC um. Sind die wahnsinnig. Ich hab so viele Punkte! Haha, Schnitzel gehen immer. Ja, Schnitzel gehen wirklich immer. Immer öfter. Ah, das Spiel scheint heute zu sagen, mach Feierabend für heute. Will ich aber noch nicht. Ich wollte eigentlich noch weitermachen. Komm schon. Sei jetzt ein braves Spiel. Letztes Mal, so singen wir. Adieu. Geiles Konzert, auf dem ich jemals war. Ganz vorne mit dabei gewesen. Ich war auch auf dem Konzert. Stadium Tour. Volle Kanne. Jetzt ist es wieder kaputt. Das Rendern. Das weiß nicht, was es will, das Spiel. Mein NPC darf nicht sterben. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn? Echt jetzt? Du willst dich veräppeln? Nein. Für dich mache ich das fast gerne. Wenn es dir danach besser geht. Hi. Was geht? Ich bin MC Kuro. Ja, mit der Brille. Du hast doch die Brille. Helly, Schnecke. Was willst du noch? Äußert eure Wünsche. So, Shay stellen wir mal hier hin. Es scheitert, wie wir uns verteidigen. Was stimmt eigentlich mit meinem grauen Wächter gerade nicht? Ich bin gerade ein bisschen genervt. Auch nur a little bit. Wir müssen wieder die Stelle finden, wo der Absturz nicht triggert.
so wie vorhin. Aber ich sterbe, Sir Willem, voller Schmerz. Aber ich sterbe, Sir William, Sir William. Was jetzt? So, was ist eigentlich sein Problem? Wo ist seine Waffe hin? Gott verdammt, wo ist denn seine Waffe hin? Warum hat er die Waffe abgelegt? Was ist vorhin passiert? Kein Wunder, dass er nicht richtig angreift. Die Nass. So, ist das der Bereich, wo nichts passiert? Nein! Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Ist das ärgerlich. Da wird man wütend. Könnte man glatt. Das fällt mir ein. Ich wollte eigentlich sowas wie Elden Ring mal gewinnen. Oder dieses Star Wars Gelumpe gewinnen. Nichts habe ich gewonnen. Nie gewinne ich ein Gewinnspiel. Nee, stimmt nicht. Damals habe ich ein Gewinnspiel gewonnen. Damals habe ich echt ein Gewinnspiel gewonnen. Da ging es darum, du musstest damals Windows sagen, wie cool Windows ist. Und ich habe ein Gedicht geschrieben für Windows. Damals habe ich noch ein bisschen öfters Gedichte geschrieben. Und da habe ich so ein richtiges Hate auf Apple geschrieben. Apple ist wirklich scheiße. Ich habe nichts gesagt. Und ach, guck mal, wie schön mein Shenlong steht. Oh, es ist nice. Das sehe ich gerade so schön. Mein goldener Shenlong. Wo war ich stehen geblieben? Ja genau, das Hate-Gedicht geschrieben und dann habe ich so ein kleines Medion-Notebook geschenkt bekommen. Habe ich nicht mehr, aber war nice. Ich würde mal gerne was Relevantes gewinnen, wie Elden Ring oder andere Spiele, wo ich Bock drauf habe. Oder eine PS5 nochmal. Ja, immer diese Ansprüche, ich weiß. Ja, ja. Nehmt's mir nicht übel. Ich bin auch nur ein Mensch. Immer verdammt. Habt ihr schon mal ein Gewinnspiel gewonnen? Wart ihr schon mal glückliche Wesen? Nice. Wir waren jetzt also außerhalb des Bereiches, der getriggert hat, das Spiel abstürzen zu lassen. Und schon geht's ganz einfach, ganz easy.
Aber es ist halt immer nervig, so, wenn so eine Stelle da ist, dass es ewig suchen muss, bis man eine passende Gegenstelle hat. Schon. Mäh, aber was soll's. Wie gesagt, auch wenn das Spiel Altersprobleme hat auf dem neuesten Rechner, will ich das jetzt noch bis zum Ende durchziehen. Ich gebe jetzt nicht auf. Wird erledigt. Eine gefolterte Frau. Was zur Hölle ist hier passiert in den Schuppen? Hat sie... Was? Sie ist weg? Nein. Okay. Seid vorsichtig. Hier ist offenbar alles möglich. Eins, zwei, Marik eilt vorbei. Da sind drei Gegner. Nee, vier Gegner. Drei, vier, im Krieg ist das was bei dir. Nun? Acht, neun, den Tod darfst du nie scheuen. Wirst erledigt. Oh, Sir Otto, bist du eine Nuss. Stört mir jetzt nicht. Nein! Sir Otto ist gestorben, wir müssen das normal machen. Eins, zwei, Marik eilt vorbei. Drei, vier, im Krieg ist das bei dir. NPC lebt noch, alles klar, perfekt. Verkohlter Leichnam. Noch ein verkohlter Leichnam. Blutflecken. Hier ist Böses im Busch. Das Zentrum von allem. Geht, Sterblicher, denn hier gehört ihr nicht her. Gesegnet seien der Erbauer und seine Prophetin Andraste. Dieser Erbauer ist nichts im Vergleich zu meiner Herrlichkeit. Da ist der Dämon. Euch, zeigt euch, Dämon! Versteckt euch nicht länger im Schatten! Ihr wagt es, mir Befehle zu erteilen. Mal sehen, ob euch euer großartiger Bauer jetzt noch beschützen kann. Wurm! Wo ist denn mein grauer Wächter? Wir können nicht verlieren! Wir haben gesiegt! Juhu, er ist nicht gestorben! Hielt ich mich selbst für einen großen Krieger. Aber was ihr hier geleistet habt, hätte ich niemals vermocht. Aber irgendetwas stimmt immer noch nicht. Dahinter steckt noch mehr. In der Nähe. In dem Gebäude neben uns. Ich spüre es. Auf der anderen Seite dieser Mauer. Gehen wir. Da ist eine Tür, Meister. Da ist eine Tür.
Da ist keine Mauer. Tür. Eine Tür, die du öffnen kannst. Hier ist wieder so eine Stelle. So eine beknatterte Stelle. Am besten dann hier vorne stehen bleiben, weil hier vorne war ja nichts. Hier vorne war ja alles easy. Nein, hier vorne reicht nicht ganz aus. Das triggert immer noch. Also noch weiter weg. Morgen gibt's wieder Heli. Da ist wenigstens wieder spannend auf Arbeit. Selbstverständlich. Der Schatten war's. Das ist Wahnsinn. Man fragt sich echt. Ist ja jetzt nicht so, dass die Grafik so anspruchsvoll ist. Okay, wir versuchen mal den umgekehrten Weg. Wir laufen aktiv rein.
Na komm. Wenn du schon abstürzt, dann richtig. Nee, ich habe das Gefühl. Aber es ist voll vertieft in WoW, wie es scheint. Eigentlich müsste ich Hölle, Hölle, Hölle auch als Sound einstellen. So, ich mache jetzt einfach nichts. Sobald ich angreife, triggert's. Hölle, Hölle, Hölle. Muss ich doch glatt später meine Sound Alerts gucken. Extra für dich. Ich hatte auch nach dem Fahrrad-Sound geschaut, aber den habe ich nicht gesehen, dass der schon voreingestellt wäre. Okay. Noch ein Versuch. Ansonsten habe ich für heute die Nase voll. Ach, Phasmophobia hieß das. Aber Phasmophobia meint ich.
meint. Karte ist auch kaputt. Alles klar, liebe Helly. Danke für dein Lurk. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe sogar schon einen Lurk-Befehl mal eingebaut. Der irgendeinen sinnlosen Kram ausspuckt. Oder auch nicht. Dann war mir das so. Dann bastel ich das noch. Das wollte ich basteln. Dann wollte ich das basteln. Na, wer weiß. Ach stimmt, ich wollte es basteln und mit dem Sound verknüpfen. Ich weiß auch noch nicht. Doch, ich wüsste mit welchem Sound. Dann viel Spaß im Lurk und viel Spaß mit Ark. Sehr schön. Nervt. Es ist wieder alles gerendert.
Es ist zum Heulen. Wahnsinn. Es ist so random mit diesen. Das kann ich richtig rendern. So dermaßen random. Genauso wie jetzt plötzlich kein Absturz wieder kam. Auch so random. So kurz vorm Ziel will ich da jetzt nicht aufhören. Tja. Ja. Also RIP Spiel sozusagen. Thank you.
Da war doch schon fast tot, der Dämon. Komm, hör doch auf. Wieder bei 1%. Na, warte mal jetzt. Also, Alex, warte jetzt mal. Also, jetzt hier. Bleib mal schön hier, ne? Das kannst du jetzt nicht machen. Also, du bist jetzt hier nur knapp älter als ich. Und ich stehe wesentlich früher auf als du. Und du hast sowieso morgen Zeit auf Arbeit zu chillen. Oder so ähnlich. Guck mal, da ist doch schon. Da ist das Ende. Wir müssen nur noch hier an die Viecher vorbeikommen. Ohne Absturz. Ist ja quasi schon fertig. So. Im Prinzip. Ach nee, jetzt reicht's. Es reicht. Meine Nerven sind überstrapaziert. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen zu... Was haben wir morgen? Mittwoch. Zu Kratos Mittwoch sehen wir uns morgen. Bis dahin. Ah, oh, jetzt sieht man meinen goldenen Shenlong noch besser. Oh, also mit dem Richtung, das muss ich noch üben. Seitenverkehrt. Bis dahin, alles Gute. Frau Hölli, ich erwarte dich morgen nach der Arbeit, im Vormittag oder wenn du da aufkreuzt oder frühen Nachmittag. Wir sehen uns bis dahin. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg. Müsst ihr allein gehen. Tschüss.